übergeben zum letzten Talk des Abends. Heiko, schön, dass du den weiten Weg aus Berlin hergefunden hast. Der Heiko ist der Einzige heute Abend, der nicht das Geld anderer auf seine Vorhersagen setzt, sondern sein eigenes Geld. Und das macht ihn wirklich zu einem spannenden Referenten heute. Jetzt übergebe ich dir. Dankeschön, danke für die Einleitung. Eigentlich wollte ich den ganzen Vortrag anfangen mit, ihr müsst mir vergeben, dass ich ein bisschen nervös bin heute Abend, weil die Eintracht spielt. Ich sehe, wir sind schon 3-0 hinten, also ich bin vollkommen tiefenentspannt. Blöder Verein, also vorhin, als im Vortrag kam, das können in Zukunft irgendwie eine Maschine machen, bei dem Verein garantiert nicht. Naja, vielleicht einleitend. Habe ja gerade gehört, wir haben bei Crytek zusammen angefangen und es ging auch ein bisschen darum, wie kann man denn Arbeit in Organisationen lebenswerter machen, beziehungsweise wenn man das Glück hat, als Unternehmen erfolgreicher zu werden, wie kann man trotzdem gucken, dass die Mitarbeiter mit Herz und Hirn dabei sind. Und es ist halt damals, als ich Personalleiter war, war es sehr prägnant, dass wenn wir uns über die Firma unterhalten, haben wir gesagt, ja, und wir haben da diese neue HR-Policy und ja, in meinem Projekt läuft es mittlerweile so. Aber wenn es dann darum ging, hey, weißt du was? Ich werde mich jetzt verloben. Ich habe ein Lighthouse irgendwo Coast of America, ja, und ich bin so gespannt, ja, ich werde heiraten, die Liebe meines Lebens. Ja. Und mir gedacht, es muss doch irgendwie gehen, diese eine Energie auch ins andere zu bringen. Ja. Und diese Quadratur des Kreises hat uns beschäftigt und daraus haben wir praktisch eine Firma gemacht und die hieß am Anfang Resourceful Humans. Und dann haben wir das verändert, weil wir gemerkt haben, es geht nicht nur um die Resourceful Humans, sondern es geht vor allem auch um deren Weg. Ja, also wie wird man von einer erfolgreichen Firma, die Human Resources hat, wie wir gerade in dem Talk vom Vorgänger gelernt haben, wie kann man das schaffen, die Skalierung erfolgreich zu machen oder die Transformation von einem großen Unternehmen wieder in ein kleines mit vielen kleinen Zellen, in der jeder so schwärmt von seiner Arbeit, als ob er sich verliebt hätte. Und das ist so mein Einstieg. Ja. Ich würde gern ein Video zeigen, weil wir haben ja hier den Heimathafen, das heißt, es geht auch viel um Nautik. Ja, das heißt, ich würde gerne mal einen Gefühlsanker setzen für das, was jetzt kommt. Ja, also schaut euch dieses Video an, es hilft auch dir ein bisschen, weil es ist von einer Getränkefirma, das heißt, nachher wird mehr getrunken. Ja. If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait, patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you're not ready. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket. Don't do it unless the sun inside you is burning your gut. Don't do it. When it is truly time, if you have been chosen, it will do it by itself. And then it will keep on doing it until you die. For it dies in you. There is no other way. And there never was. Habt ihr Scotch? Also, das vielleicht so ein bisschen als Summary. Ja? Ich glaube, die Message ist, es gibt sehr viele Dinge aus der Vergangenheit der Arbeit, die wir mit nach vorne nehmen. Es ist nicht alles das, was technologisch machbar ist, auch technologisch sinnvoll. Ja? Und wir denken, dass es sehr viel mit dem Weg des Managements zu tun hat. Machbar, technisch. Aber ich möchte euch eine Metapher mitgeben, die mir sehr geholfen hat, die auch aus der Crytek-Zeit kommt. Ich weiß nicht, ob der Sebastian sich noch daran erinnert. Es war in meiner ersten Woche bei Crytek, habe ich mit dem damaligen Development-Gott, mit dem Jan Lechner zusammengesessen, der praktisch der wichtigste Mensch in diesem Gebäude war, weil er die Verantwortung für das Projekt, das wirklich Kohle gemacht hat, auf seinen Schultern getragen hat. Das zweite?
genau, ja, also wichtige Mensch, und als Personaler musste ich mich mit dem wirklich gut stellen, ja, und bin mit dem Jan in den Raum gegangen und habe gesagt, Jan, ich bin der erste Personalleiter in dieser Firma, ich kann Träume wahr machen, was brauchst du von mir? Ja, und Jan hat mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, Heiko, wir haben hier zwar kostenlose Drinks in der Cafeteria, aber das ist alles so Zuckerzeugs, wie wär's denn, wenn wir mal so gesunde Sachen hätten, wie Apfelsaft oder sowas, ja? Und ich so, ja, hab gedacht, jetzt kommt so das große strategische Thema, ja, hey, du musst mit den Geschäftsführern Framework, bla bla blub, ja? Nee, es ging um Apfelsaft. Naja, also bin ich zurück zu meinem Team gegangen, habe die Tür zugeschmissen, ja, und habe gesagt, das ist ein Scheiß hier, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, aber ich sage euch eins, ja, so rein aus Renitenz, ab nächster Woche ist hier Apfelsaft in der Firma, und zwar überall, den totalen Apfelsaft. Naja, 2 Wochen später kam der Jan wieder zu mir ins Büro, macht die Tür zu und sagt, hier, pass mal auf, das ist das erste Mal, dass ich das von HR bekommen habe, was ich wollte, und das in unter einem Monat. Ja? Jetzt lass uns mal über die wichtigen Dinge reden. Ne? Naja, und sehr viel später in diesem Projekt, 3-4 Jahre später, saß ich mit einer weiteren Development-Göttin dieser Firma, mit der Senta Jacobson zusammen, die damals Tomatensaft im Flieger getrunken hat und in dem Lufthansa-Bordbuch lustigerweise auch erklärt wurde, warum denn verdammt nochmal in den Fliegern so viel Tomatensaft getrunken wird und nicht auf dem Boden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, und wisst ihr auch, warum das so ist? Das ist, weil auf der Flughöhe so mit dem Druck in der Kabine ganz andere Geschmacksstoffe freigesetzt werden, ganz anders wahrgenommen werden. Und deswegen ist da oben Tomatensaft wesentlich süßer und schmackhafter als auf dem Boden. Auf dem Boden wird fast kein Tomatensaft getrunken. Dafür in endlosen Mengen oben im Flieger. Ja? Und ein bisschen so verhält sich es auch mit dem, was ich euch jetzt zeigen werde, oder für viele Firmen, dass wir reden da vom Tomatensaft, von den Dingen, die bei Resourceful Humans gemacht werden, die für viele, die noch beim Apfelsaft sind, relativ ungenießbar sind und mehr so eine Inspiration, wenn wir fliegen könnten, würden wir Tomatensaft trinken. Trotzdem hilft es, Elemente dieses Tomatensafts mitzunehmen. Okay, wer von euch hat den neuen Iron Man gesehen? Hand hoch. Okay, Tony Stark hat gesagt, was? Tony Starks Mantra war, was Leute fasziniert, ist, wenn etwas pur ist, wenn die Essenz wirklich stark ist und klar rüberkommt. Und wir haben uns gesagt, wenn wir das für uns zusammenfassen müssen in einem Satz, ist es die Gestaltung und Befähigung von 100% demokratischem Unternehmertum von und durch Erwachsene. Das hört sich jetzt erstmal wie ein harmloser Satz an vielleicht, ist aber nicht so. Ja? Schon alleine der Satz, schon alleine das Wort demokratisch im Umfeld Organisation und dann auch noch Erwachsene, beim näheren Hinsehen ist das eine totale Katastrophe. Warum? Weil die meisten Prozesse in Firmen eigentlich darauf ausgelegt sind, ich als Baba sag, was gemacht wird, und du wirst dich als Kind aufführen und deine Arbeit erledigen. Ja? Und wenn man dann gewisse Prozesse hinterfragt und sagt, warum haben wir zum Beispiel eine Travel Policy oder warum haben wir gewisse Kontrollmechanismen in unserem Performance Management, geht es meistens darauf zurück, ich denke nicht, dass du wie ein Erwachsener agierst. Das Lustige ist aber, wir gehen dann alle nach Hause um 5 oder um 6 oder um 11, wenn man in der Kreativbranche ist, und muss zu Hause einen Haushalt schmeißen, sich überlegen, für wen man zur Wahl geht und generell noch Kinder erziehen, die nächste Generation des Landes darstellen sollen. Also, warum schaffen wir es im persönlichen Umfeld, demokratisch und erwachsen zu agieren, aber im Unternehmertum sind wir irgendwie schizophren und dann machen wir es überhaupt nicht. Das hat uns also umtrieben und dahingehend haben wir ein Framework aufgebaut, dass man das auch kann. Den Framework lassen wir aber jetzt außen vor. Lieber erkläre ich es in den Worten meiner 8-jährigen Tochter Mika, die gesagt hat, Resourceful Humans, es ist wichtig, einen Job zu haben, den man mit Liebe und Denken macht. Ja, ich glaube, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ich hatte, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, bis ich den Satz vorher gemacht habe. Die Miki hat es in 2 Stunden gemacht. Das nur wieder zeigt, Kids sind die besten Design-Thinker. Mal als Beispiel möchte ich euch dazu sagen, was der Sebastian jetzt im Anfang gemacht hat für seine Firma, gibt es auch im Großen. Das ist der Marc Stoffel, das ist der CEO von Haufe Omantis. Und seine Lieutenant, die Ghislaine Roger, die den CEO-Park macht bei Haufe Omantis. Und die haben gerade gestern die erste Wahl gehabt in ihrer Firma. Das heißt, 200 Leute, er und Abyss, haben die Leute praktisch als ihre Führungscrew gewählt. Was sich jetzt auch wieder harmlos anhört, aber ich kann euch sagen, da sind einige Fingernägel draufgegangen, als diese Wahl stattgefunden hat. Man glaubt natürlich, dass es ein Selbstläufer ist. Interessanterweise waren da natürlich sehr viele Fragen dabei in Richtung Tomatensaftwelt von der ganzen Belegschaft. Was aber interessant war, ist, dass die Belegschaft dadurch wirklich in die Pflicht genommen wurde. Ja? Ich meine, die beiden mussten sagen, was ist unser Programm für die Zukunft, was denken wir auch, was wir für euch tun werden als Mitarbeiter und wie gedenken wir das zu halten. Das Schwierige für die Mitarbeiter ist natürlich, auf einmal ist da ein enormes Maß an Verantwortung, weil wenn ich meine Wahl abgebe und ich mein Geld auf die beiden setze, sprichwörtlich, oder meine Karriere oder meine Entwicklung,
dann bin ich da wirklich mit. Ich kann nicht mehr motzen. Ich kann nicht mehr sagen, ey, ist alles schuld von der Firma oder ey, der Marc ist doof, ich hätte es ganz anders gemacht, du hast ihn gewählt. Ja, und wenn du ihn nicht gut findest, dann musst du ihn halt abwählen. Aber du hast dir ja hoffentlich Gedanken darüber gemacht, warum du ihn gewählt hast. Und ihr seht, es muss nicht unbedingt immer eine hippe Startup-Firma sein. Der Marc kann durchaus Anzug mit Schlips tragen und kann sich trotzdem wählen lassen. Ja, also das schließt sich nicht gegeneinander aus. Nochmal als Hintergrund, ja, dieses Resourceful Humans-Konzept ist wirklich ein Zusammenspiel von vielen Dingen, die nicht neuartig sind, sondern durchaus auch in der Vergangenheit zu sehen sind. Meine Prägung zum Beispiel ist Hewlett-Packard und mit Bill Hewlett und Dave Packard als Gründer. Was vielleicht ganz spannend ist, in dem Bild, ist vielleicht ein bisschen klein für euch, aber könntet ihr hier herausfinden, wer die CEOs sind? Bisschen schwierig, ne? Die haben alle Anzug an. Ja, aber auf jeden Fall sind das einfach, die zwei hier sind die CEOs und die haben einfach mit den anderen mitgetüftelt. Warum? Weil es eigentlich Ingenieure waren. Ja? Also dieses Egalitäre hat schon 1960 im Silicon Valley stattgefunden, in manchen Firmen. Das wurde nicht irgendwie in der Videospielbranche erfunden. Das gleiche bei W.L. Gore, der mit seiner Frau eine ganz neuartige Organisation, so eine Lattice-Organisation, wie er es genannt hat, gebaut hat, wo praktisch die informellen Wege die Organisationsstrukturen waren. Also wenn man sagt, wenn wir wirklich was gewuppt bekommen wollen in der Firma, dann machen wir es doch so, dass man sagt, naja, den Hans kenne ich, der sitzt im nächsten Raum, da gehe ich jetzt hin und mach's, weil es muss in einer Stunde gemacht werden und ich gehe nicht in den formellen Prozess. Ja, aber wenn wir in den formellen Prozess gehen, dauert es halt eine Woche. Jetzt hat er gesagt, ist doch doof. Warum macht man nicht das einfach immer so, dass die Leute direkt miteinander verhandeln können, aufeinander zugehen und wir lassen die formellen Prozesse einfach weg? Ja, also wir behandeln die Leute wie Erwachsene. Dann haben wir den Ricardo Semler von Semco, der das in ganz extremer Weise als Demokratie gemacht hat. Also in 25 Jahren wird E-Square dann Semco sehr ähnlich sein. Das eigentlich einfach eine Föderation von demokratischen Teams ist. Der kann überhaupt nicht sagen, in welche Richtung seine Firma gehen wird, weil das die Firma eigentlich selber bestimmt. Er ist nur noch die Klammer, die Vision, die das Ganze zusammenhält und sagt, wir haben hier eine Demokratie am Start und Unternehmertum, bitte verhaltet euch wie Erwachsene. Von wo ihr diese Arbeit macht, ist mir vollkommen egal. Am Ende müssen die Resultate stimmen, sonst haben wir halt keinen Job. Ja. Und der Gabe von Valve, das ist auch noch so ein Beispiel. Vielleicht habt ihr alle schon mal dieses Mitarbeiterhandbuch von Valve gesehen mit ihren Organigrammen und sowas. Ja, also es geht alles, man muss nicht unbedingt dafür eine Knarre in der Hand haben. Geht auch in anderen Bereichen. Ja, also der Pep zum Beispiel, der Guardiola, hat ja auch mehr oder weniger ein demokratisches Managementsystem eingeführt bei Barcelona damals, was auf Total Football vom Johann Cruyff zurückgeht. Also wenn es eben nicht nur um den Zehner, um den Messi geht, sondern um ein Spielsystem, das alle ausführen müssen und darin alle Freiheiten haben. Ich glaube, was spannend war für mich und warum ich eigentlich keinem Vorredner versucht zuzuhören, weil es mich enorm verwirrt, weil da so viel Inspiration drin ist, dass ich mich nicht auf mein Zeug konzentrieren kann. Die zwei Jungs waren enorm inspirierend für RH. Der Thomas Barnett, das ist ein Pentagon-Strategist, und der Itai Talgam, ein Dirigent. Vielleicht habt ihr schon mal einen TED-Talk von dem gesehen, Leading Like Great Conductors. Fantastisch, solltet ihr euch anschauen. Ja, also die Frage, wie Dirigenten ihren Führungsstil umsetzen können oder was man davon lernen kann für Führung in Unternehmen. Die eigentlich sagen, das Wichtige in dem, was wir tun, wenn wir auf das Militär schauen, müssen wir uns nicht das Militär im Kontext des Krieges anschauen, sondern Militär im Kontext von Frieden. Wie müssen wir Militär aufstellen, um Frieden zu sichern? Genauso sagt der Itai, wie müssen wir ein Orchester strukturieren, damit das Publikum genau das bekommt, was es will, nämlich eine Interpretation, eine beste Interpretation dieses Stückes für das Publikum. Also nicht Nabelschau gerichtet nach innen, sondern eigentlich kontextgerichtet von außen. Und er sagt natürlich, das Militär muss ganz anders aufgestellt sein, weil was wir momentan sehen ist, Crash, Boom, Bang. Ja, wir können praktisch sagen, am Mittwoch um 12 können wir den Irak einnehmen, es kostet 50 Billionen Dollar und dann kommt nicht mehr viel, ja, weil der nächste Schritt fehlt, weil den Krieg haben wir ja gewonnen. Ja. Und genauso sagt er, es gibt sehr viele Dirigenten, die ihr Orchester führen wie ausführende Instrumente, also praktisch der Typ, der die Stradivari hält, ist nichts anderes als die Extension dieser Stradivari. Aber er sagt, die beste Musik kommt von dem, der sich diesem Orchester zugehörig gefühlt, der das Gefühl hat, ich will diese Musik interpretieren für mein Publikum. Was bedeutet das jetzt für den unternehmerischen Kontext? Es gibt diese drei Unternehmensformen, die wir grob unterscheiden. Ja, die Enterprise, also die Unternehmung als Armee. Das heißt, wie gesagt, ich bin der Baba, ich sage, was gemacht wird und ihr habt das zu tun. Ja, Exekution, Kommando und Kontrolle. Dann haben wir die zweite, das ist schon dezentraler. Das ist schon ein bisschen so die Enterprise, die Unternehmung als Maschine. Das ist dieses Scientific Management, was vorher auch kam, dieses Tayloristische. Ja, es ist alles so ein bisschen wie ein Fließband und daher kommt die Logik der Führung. Das heißt Prozessoptimierung, Automatisierung von Abläufen, die Maschinen nehmen uns die Arbeit ab. Und dann Unternehmen als Social Sandbox, diese Unternehmen wie Esquire
oder Semko sagt, es geht um den Beitrag der Menschen und die Mitarbeiter führen eigentlich ihr Unternehmen, soweit sie ihr unternehmerisches Potenzial eben ausleben können. So, wir haben das mal, weil wir gesagt haben, BWLer denken in vier Grids, deswegen haben wir das auch nochmal so dargestellt. Ja? Und es funktioniert. Ja? Es gibt mal so ein, endlich, four squares, thank you. Ja? Also, diese Achse ist, was ist die Organisationsarchitektur, das Design und was ist die Einstellung der Menschen, die darin arbeiten. Und wir sagen, die Zukunft der Arbeit oder die Zukunft derer, die auch in Großunternehmen oder in KMUs oder in kleinen wirklich die Innovation ausmachen, arbeiten in der Art und Weise, als vernetzte Unternehmer in einer agilen Organisation. Also oben links? Oben links, das ist ein Startup. Enorm viel Energie, null Struktur. Ja. Das ist dann so dein typischer Großkonzern. Ja, das ist, brauche ich nicht weiter drauf eingehen, sind wir alle schon mal durch die Hölle gegangen. Ja. Und das sind praktisch so deine KMUs, die so dazwischen sind, ja, und die sagen, naja, eigentlich wollen wir das ja wie früher, wir wollen das so, als wir noch klein waren und uns alle beim Namen gekannt haben, aber irgendwie brauchen wir auch Klarheit, weil irgendwie, ja, wir sind jetzt zu groß, ich weiß nicht mehr, wer da drüben sitzt, jetzt brauchen wir dafür einen Prozess und ich will eine Rollenbeschreibung haben, ja. Und oben rechts ist immer gut, ne? Oben rechts ist immer gut. Okay. Oben rechts immer. Problem ist nur, normalerweise rutschen jetzt die Firmen entweder hierher zurück oder was passiert ist, was wir die sogenannten Schattenorganisationen nennen. Ja? Innerhalb dieser Firma bilden sich dann Leute oder Teams oder Cluster, die so unterm Radar arbeiten, wie sie denken, wie es halt richtig ist. Ja? Und dann nach oben so, ja, ich habe in dem Performance Management, habe ich auch gemacht, super. Ja? Aber der Prozess ist eigentlich für nichts. Also zurück in die Zukunft. Ja? Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, 1960, ein Buch, das ich euch wirklich empfehlen kann für die Zukunft der Arbeit, ist das, was die zwei Jungs geschrieben haben, 1970 oder so, wo es darum ging, der HP-Way. Ja? Also ein Umfeld kreieren, wo Menschen A, eine Chance haben, ihr Bestes zu geben, ihr Potenzial ausloten wollen, für ihren Beitrag wirklich honoriert werden oder wahrgenommen werden, Initiative nehmen können, individuelle Freiheit auszuspielen und als Team auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Ja, also das liest sich ja wie eine Webpage von jedem neuen Startup, ja, 1960 schon. Die haben es auch wirklich hinbekommen, bis es dann alles kaputt ging, als Carly den Laden übernommen hat. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und die Werte, die sie bestimmt haben, waren keine Werte, die von oben herabgegeben wurden, sondern Werte, die die Mitarbeiter bestimmt haben. Und das waren so komische Dinge wie Wissen, Modesty auf Deutsch sagt man, Bescheidenheit, Demut, ja. Gerechtigkeit und harte Arbeit. Ja? Ich meine, das wäre wiederum was ihr auf keiner Webpage sehen würdet. Ja? Da würde jetzt stehen Shareholder Value, Teamwork, aber wer schreibt schon drauf, hey Leute, wir müssen hart arbeiten, weil sonst bringt das Ganze nichts. Ne? Und das ist eben auch das, was das Schwierige ist, wenn man zur Bank geht. Wie sagt man denn, dass eine mitarbeiterorientierte Firma durchaus auch profitorientiert sein kann? Dass es nicht ein Widerspruch ist, sondern durchaus beides in Symbiose leben kann. Also was ist denn die Herausforderung momentan? Die Herausforderung ist doch, dass da draußen vernetzen wir uns auf Facebook und unsere Informationen laufen enorm schnell, ob wir jetzt ein Blackberry oder ein iPhone kaufen. Nur innerhalb von Unternehmen sind wir meistens nicht so vernetzt. Das heißt, die Mitarbeiter wissen wesentlich langsamer, was innerhalb der Firma passiert, als was außen passiert. Würde der zustimmen? Ja. Ja, also Problem, ja. Oder wie nennen Sie das? Kein Problem, es ist eine Herausforderung. Ja? Absicht? Aus unternehmerischer Sicht einfach nur doof. Ja? Also, gut. So, jetzt haben wir andere Leute, die praktisch sagen, wie die Senta Jacobson, die sich danach aus Crytek raus selbstständig gemacht hat mit ihrem Team. Und das Team heißt jetzt Scattered. Ja, warum Scattered? Weil sie auf der ganzen Welt verstreut sind. Ich glaube, 6 verschiedene Länder, 10 verschiedene Nationen und kein Headquarter. Ja, also die haben kein gemeinsames Headquarter. Die machen ein Videospiel total als verteiltes Team. Das heißt, sie braucht nicht mehr den Manager, der dem Rest sagt, wie das VT-Modell gebaut werden muss, sondern sie braucht Management auf jeder Ebene. Sie braucht Führung auf jeder Ebene. Das heißt, Management ist kein Jobtitel mehr, es ist eine Kompetenz und die muss jeder verinnerlichen. Das ist natürlich ein ganz anderes Herangehen an Führung, weil es total situativ ist. Ja, ich sehe schon, ihr kennt das. Ja, ich saß letztens mit ganz, ganz toller Typ, mit dem ehemaligen Personalchef von Apple zusammen, mit dem Dan Walker, der unter Steve Jobs die Firma mit aufgebaut hat, der gesagt hat, ja, es ist alles ganz klar. Also die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, wie wir Organisationen bauen müssen. Die Antwort ist 42. Ja, also die
Selbstorganisation, Leute durch Passion treiben, keine Strukturen. Er hat dazu auch eine lustige Geschichte erzählt, wo er gesagt hat, an seinem ersten Tag wurde er gleich eingeladen in ein Meeting des C-Levels, weil er war ja C-Level für HR. Und es wurde besprochen, die Zukunft des Performance Management bei Apple. Ja, und die haben praktisch besprochen, ja, jetzt haben wir gerade eine Maske, wo oben links geklickt werden muss, ob der Mitarbeiter gut ist. Und jetzt haben wir was revolutionär Neues vor. Wir machen den Button jetzt nach unten rechts in eine andere Farbe. Ja, und er saß da drin und so, okay. Und sein erstes Dekret war praktisch, Performance Management bei Apple wird abgeschafft. Also, ja, besonders die Personalleiter unter ihm, weil die gesagt haben, was machen wir in Zukunft bloß? Und er gesagt hat, okay, wenn ihr Ideen habt, wie wir wirklich dafür sorgen können, dass gute Führung in unserer Firma passiert, dass wir bessere Unternehmer sind, kommt und gibt mir die Ideen. Ein Performance-Management-System oder besonders dieses, das wir gerade haben mit dem Button oben links oder unten rechts, trägt diesem Ziel nicht bei. Es ist einfach ein unsinniges Ritual, das wir weiterführen, weil wir nichts Besseres können. Wir wollen was Besseres können, also müssen wir das rausfinden. Das Wichtige ist aber, über die Frage zu kommen, was die Firma umtreibt. Ja, also was ist wichtig für uns? Und nicht die Best Practices anzusetzen und zu sagen, so wird es bei Crytek gemacht oder so wird es bei Apple gemacht oder so wird es bei HP gemacht, sondern über Fragen die einzigartige Kultur zu befähigen, die jeder Unternehmung irgendwie inne ist. Macht das Sinn bis jetzt? Ja. Gut. Gut. Also, hier haben wir das nochmal in Reinkultur. Ja, das ist die Map, die habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, von den Facebook-Connections auf der ganzen Welt. Und was wir jetzt praktisch sagen, unsere Zukunft verwetten wir darauf, die Arbeitswelt wird genauso aussehen. Unternehmensgrenzen werden extrem porös werden. Die wirklich beitragenden Leute denken sowieso schon in diesen Netzwerken und werden sich auch in Zukunft immer mehr in diesen Netzwerken austoben, in denen sie sagen können, wir können den besten Beitrag mit den besten Leuten leisten, mit denen wir uns vernetzen können, unabhängig davon, welche Organisation uns diesen Rahmen gibt. Wir brauchen nur die Kohle, um das zu realisieren. Also wir reden von einer sehr spitzen, kreativen Gemeinschaft im Moment, aber wir denken, dass es auf jeden Fall der Pionier sein wird für die Arbeitswelt von morgen. Ja, dann kennt ihr dann ja auch, ja, also eben die Idee, ich muss mich und mein eigenes Unternehmermodell verstehen, nämlich wenn morgen die Maschinen kommen, bin ich dann obsolet oder habe ich immer noch einen Beitrag zu leisten, der für Firmen wichtig ist und der mich ausdrückt. Also nicht nur ein Businessmodell ist die Logik, bei dem eine Firma Wert kreiert für Kunden, sondern auch ich in meinen Teams bin ich jemand, der wirklich Wert beiträgt und ist das ein nachhaltiger Wert. Damit setzen sich momentan noch sehr wenige Leute auseinander, aber am Ende werde ich euch sagen, warum das immer mehr machen werden. Jetzt die Frage, warum ist das so ein großes Problem? Es scheint ja Sinn zu machen, ja? Vernetzung der Märkte, Vernetzung der Leute. Warum haben wir dann so ein großes Problem damit? Und wir würden sagen, das Problem liegt hauptsächlich hier. Okay, then Warren's gonna catch you. Okay, it's called the trust fall. Okay, trust fall. Ready, set, go. Ja, also besonders wenn wir mit KMUs reden, ist es meistens so, dass sie sagen, verstehe ich total, ja, das ist die Zukunft der Arbeitswelt. Wenn es 15 andere gemacht haben, dann machen wir es auch, ja. Meine Angst ist nur, ich habe die Verantwortung für 200 oder 600 oder 1000 Leute und wenn ich in die falsche Richtung falle, dann ist das Ganze für den Arsch gewesen, ja. Und es ist durchaus eine berechtigte Angst, weil wir sind ja immer noch in der Early Adopter Phase von diesen Organisationsmodellen. Das heißt, das ist jetzt lustig auf dem Video, aber für viele Geschäftsführende ist das ein echtes Problem. Die Angst, was passieren kann. Das hat übrigens also nicht nur KMUs. Also wir hatten jetzt hatte ich einen Talk bei einer Firma in der Schweiz, der Swiss Re, also eine Rückversicherungsfirma, wo auf einem Panel dann gefragt wurde, für den ihr neues Arbeitsprogramm, nämlich mehr Unternehmertum im Unternehmen aufzubauen. Was ist denn die größte Angst des Chief Risk Officer dafür, dass dieses Modell nicht funktioniert? Ja? Und der Dave, David, der hat damals auf Englisch geantwortet und hat gesagt, well, the biggest problem we have is beer. Also beer? Beer has never been a problem. What's this? Und er hat gesagt, no, not beer, fear. Fear. Ah, okay, Angst. Ja? Also die größte Hürde in diesem ganzen System ist A, Angst bei den Geschäftsführenden, die Verantwortung verantwortungsvoll zu nutzen, aber auch bei den Mitarbeitenden, die auf einmal sagen, shit, wenn diese ganzen Entschuldigungen weg sind von Managern, von Strukturen, von Prozessen und ich wirklich in der Verantwortung bin ich ja auch tatsächlich in der Verantwortung. The buck stops with me. Ja? Dann ist es auf einmal eine ganz andere Sache, als wenn ich vorher sage, naja, Freiheit ist schick und Unternehmertum ist schick. Jetzt ist es auf einmal ein echter Druck, für den ich eigentlich nicht ausgebildet bin, für den ich auch nicht befähigt wurde. Ich soll von heute auf morgen Unternehmer sein.
Schwierig. Also, was ist denn die Logik dahinter? Wir sagen Folgendes. Für die Kultur eines Unternehmens, für die unternehmerische Kultur, gibt es drei wichtige Säulen. Das ist, ich will, ich kann und ich darf. Wollen heißt praktisch, ich sehe einen Sinn für mich darin, für mich und mein Team. Ich kann es, ich habe die Kompetenzen dazu, ich bin dazu ausgebildet oder ich sehe eine Perspektive für mich, dahin zu kommen. Und es gibt eine Infrastruktur, in der mir das erlaubt wird, dass ich es auch wirklich die beiden Dinge super ausspielen kann. Das Problem ist, momentan beschäftigen wir uns fast nur mit diesen zwei. Ja, also entweder machen wir mal ein Training oder wir machen mal ein Coaching oder ja, wir machen halt mal ein neues Tool und wir hoffen, dass das Social Element von diesem Tool alles richten wird, weil Technologie ist ja ein Allheilmittel. Aber es wird selten ganzheitlich angeschaut in der Kultur. Zu sagen, macht es vollkommen Sinn. Und der Sebastian hat es ja vorhin angedeutet. Wir haben uns dann damals mit der Belegschaft ein Bonusmodell ausgedacht, das wir jetzt auch verfeinert haben, das sich Stars nennt. Und Stars ist eigentlich nichts anderes als, jeder in der Firma kann mit einer virtuellen Währung anderen Wertschätzung ausdrücken und sagen, ich habe gesehen, du hast für die Firma was Tolles gemacht, dafür möchte ich dir von meinen 10 Sternen 2 Sterne geben und ich muss dir auch in so einem Twitter-Feld reinschreiben, wofür gebe ich dir denn die Sterne? Und das ist für alle anderen in der Firma transparent. Also du kannst nicht reinschreiben, hier wegen letzter Nacht, ja, kriegst 3 Sterne oder sowas, weil dann fragen ja alle anderen, hey, was mit dem Projekt, was wir die letzten 2 Quartale gewuppt haben. Ja? Also es muss durchaus Sinn machen. Das Interessante an dem System ist Folgendes. Dadurch, dass ich alle Barrieren wegnehme und alle Mitarbeiter eigentlich in vollkommener Freiheit sich gegenseitig Feedback geben dürfen und wertschätzen dürfen, was ich nachher auch im Bonus ausdrücken kann, kommt auf einmal vollkommener Fokus auf diese zwei Dinge. Ja? Weil jetzt kommt auf einmal, hey, will ich eigentlich meinen Leuten Feedback geben? Identifiziere ich mich eigentlich genügend mit der Sache, um da Zeit zu investieren? Und kann ich überhaupt Feedback geben? Kann ich das gut genug, dass der andere es versteht? Und wenn ich kritisches Feedback bekomme, kann ich das annehmen und umsetzen? Und das sind ja eigentlich die interessanten Komponenten. Also die Technologie dient eigentlich nur dazu, diese zwei Dinge vollkommen ins Sonnenlicht zu bringen und zu hoffen, dass dann diese Dinge gefixt werden. Aber die Frage ist, gibt es dahinter ein Framework, der sich auch darum kümmert, wenn diese Variante gelöst ist? Das ist unser Businessmodell übrigens. Ne? Ja, also es spielt sich jetzt, wenn wir zum Beispiel nochmal dieses Haufe Omantis Beispiel anschauen, alles an zwischen My Contribution, mein Beitrag, und für meine Contribution will ich keine Diktatur, aber auch keine Anarchie. Ja, weil oft haben wir ja das Gefühl, wenn wir alle frei machen lassen, wie sie wollen, ja, und die CEOs sind alle weg und jeder ist sein eigener Manager, dann haben wir ja Freiheit, nee, dann haben wir Anarchie. Also auch eine Demokratie hat durchaus klare Regeln und klare Prozesse, wie die Dinge laufen, und hat auch klare Führungspersonen, die eben anders validiert sind. So, jetzt möchte ich die zwei Dinge nochmal zusammenfassen in einer weniger trockeren Variante, wo ihr sehen könnt, was passiert eigentlich, wenn wir uns auf das Dürfen konzentrieren. Es wird jetzt zwar mit Affen ein Beispiel gemacht, aber es könnte 100% auf einen Gehaltsprozess übertragen. The one on the left is the one who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her für die gleiche Leistung unterschiedliche Bezahlung. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Ja, also, so, this is basically the Wall Street protest that you see here. Also, das Interessante ist daran, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen Dinge an der Wurzel behandeln, Gehaltstransparenz. Ja, ich will, dass jeder sieht, was jeder in der Firma verdient. Kann man natürlich sagen, jetzt so im Sinne totaler Anarchie, wir machen einfach vollkommene Gehaltstransparenz, wir haben das in einer Excel-Tabelle und wir machen es auf. Ja, was dann passieren kann,
no link to any living or present people, ist, die Gehaltstabelle geht auf und zwei Sekunden später steht einer bei euch im Personalbüro und sagt, ich bin blind, ich habe gesehen, was mein Kollege verdient und die hohle Nuss verdient mehr als ich. Ja? Okay, dann kommen wir natürlich, oder seine Forderung war dann, mach die Tabelle wieder zu, ich will nicht sehen, was der verdient, sonst wird mir schlecht. Ja? Wo ich dann gesagt habe, lieber Kollege, ja, also es gibt zwei Herangehensweisen. Entweder der Typ ist sein Geld wert und du verstehst es nicht, das zu wertschätzen, oder er ist die Kohle nicht wert, dann müssen wir mit ihm reden, warum das so ist. Aber jetzt nur die Tabelle zuzumachen, ist Symptombehandlung und nicht Wurzelbehandlung. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass Gehalt kein Thema ist, weil sich alle insgesamt und relativ fair entlohnt fühlen. Dafür muss natürlich erstmal eine Flurbereinigung stattfinden, weil wir hatten alle in unserem unternehmerischen Leben verzweifelte Phasen, wo wir sagen, wenn ich jetzt den Java-Programmierer nicht kriege, dann geht meine Firma bankrott und deswegen zahle ich den 50% mehr als allen anderen, die dürfen es nur nie rausfinden. Ja? Ja, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man die Hosen runterlassen muss und sagen muss, ja, ich habe gesündigt, ja, und was machen wir jetzt damit? Ja, das kann man auch sehr legitim machen und Teams sind da erstaunlicherweise auch immer sehr verständnisvoll, wenn man wirklich ehrlich mit ihnen kommuniziert und sagt, okay, und dem sein Gehalt ist jetzt halt die nächsten 5000 Jahre gefrozen und eure entwickeln sich weiter. Ja? Der Punkt ist, was wir normalerweise tun, wenn ihr euch an das Bild erinnert jetzt von diesen zwei Glaskästen, wo der eine Affe sehen kann, was der andere kriegt, in der normalen Unternehmensentwicklung konzentrieren wir uns jetzt darauf, die Wände zuzumachen, dass der eine Affe eben nicht mehr sieht, was der andere kriegt. Und darauf verwenden wir unsere ganze Energie, anstatt zu sagen, es ist eigentlich doof, warum fokussieren wir uns nicht darauf, dass beide entweder Cucumber kriegen oder Grape oder eben der eine versteht, warum der andere es besser gemacht hat. So, das ist jetzt unser Transformation Framework. Was aber meistens passiert, wenn wir den erklären, ist... Deswegen machen wir das jetzt auch, ne? Aber... Es gibt eine gute Art und Weise, ihn zu erklären. Den habe ich ja auch schon ein bisschen vorbereitet. Ja. Oben rechts ist praktisch die Zone, wo es um den Tomatensaft geht. Da wollen wir alle hin. Und unten links geht es um den Apfelsaft. Also wie kriegen wir als Management auch die Kredibilität, überhaupt Dinge zu delivern, die unsere Mitarbeiter wollen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen. Ja, also dass sie hier oben Richtung Apfelsaft gehen wollen und können. Also dieser Befähigungsframework. Dafür gibt es dann verschiedene Phasen, die man angehen muss. Das erste ist, ihr habt es ja gehört, von David Cole, nämlich, das heißt, vier, und das bedeutet, also welche Phase, müssen, um was geht es hier? Angst nehmen, ja, also zu sagen, warum zum Teufel sollen wir uns auf diese Reise begeben, wenn sie doch beschwerlich ist, was ist da drin für mich, ihr erinnert euch, ich will, ich kann, ich darf, ja, das erste ist ja, warum zum Teufel soll ich mich auf den Weg machen, es funktioniert doch alles gut und ich kann um fünf nach Hause. Ja, aber wenn du dann sagst, pass mal auf, wenn du das so weitermachst, dann ist in 3 Jahren dein Job bei Kuno der Maschinenroboter. Ja, und sagen, okay, ich bin dabei. Ja. So, dann haben wir die nächste Phase. Ein Wollknäuel. Komplexität. Ja, normalerweise haben wir eben einen Prozesswust oder einen gewissen Unsinn in Organisationen, der dem Unternehmertum im Weg steht. Also das Wichtige ist hier, mit den Leuten neue Strukturen erarbeiten, in denen sie sich selber wiederfinden. Das Interessante an der Phase ist, es gibt keine richtige Antwort. Ja, da sind wir wieder bei dem 42. Es gibt nur richtige Fragen, weil die Mitarbeiter die Organisationen selber gestalten wollen. Das heißt, wenn ich die perfekte Antwort von Spotify oder von Crytek oder von HFO Mantis oder von der Swiss Re gebe, bringt es dieser Firma gar nichts, weil die diese Lösung sich nicht erarbeitet haben. Natürlich kann man ihnen Impulse setzen, aber letztlich wollen die ihre eigene Realität stricken und die kann noch sehr in der Apfelsaftwelt sein oder kann sehr forsch in der Tomatensaftwelt sein. Wichtig ist, dass die sagen, wir haben uns diese Realität gewählt, sie holt uns da, wo wir sind. Also, Angst, Komplexität. Ganz kurz zeigen, wenn es erinnert werden, die Hälfte ist schon rum und Frankfurt hat 2-4 verloren. Du machst weiter. Hey, wir haben 2 Tore geschossen. Wollt ihr die anderen 6? Okay, also, mit viel Elan geht's weiter. Wer macht hier Motivationsseminare? Du warst das. Kannst du ihn nochmal bitte in die Pflicht nehmen für nächsten Dienstag? Oh Mann. Ja. Also jetzt geht es hier um die Kompetenz. Ja. Es geht hier darum, wie lernen wir denn, wenn mir die Angst genommen ist und ich will und jetzt ist mir auch viele Sachen aus dem Weg geräumt worden und ich muss lernen, wie ich mit der neuen Freiheit umgehe. Hier entstehen viele Pilotprojekte, viele Ansätze und ich muss es schaffen, meine Kompetenzen auch dahin zu bekommen, dass ich wirklich als Unternehmer agieren kann. Schwierige Phase. Und dann als wunderschöne Animation die Zellteilung. Ja, Sebastian hat es gerade kurz nochmal gesagt. Wie zum Teufel mache ich das eigentlich, wenn ich einer Bank erklären muss, dass keine meiner Einheiten je größer wird als 30?
oder? Bei Crytek war es die Zahl 42, 45 für die Teams. Es war bei Semco 150 in der fertigenden Industrie, wo man sagt, danach bricht einfach die Vertrauenskultur zusammen, es werden zu viele, es wird zu anonym. Ja? Aber wie schaffe ich das denn, diese Dinge hier zu skalieren in der, Universitätsarchitektur, jetzt bin ich total geschockt von dem Diploma her, in einer Unternehmensarchitektur, in der diese Zellen sich dann auch teilen, in der es wirklich ein Hard Limit gibt, zu sagen, und nach dem Punkt, wenn ihr dann mehr Leute für euch einstellen wollt, dann müsst ihr eine neue Firma gründen innerhalb dieser Firma. Habt ihr dafür einen Businessplan? Weil sonst müsst ihr mit denen auskommen, die ihr habt. Die Idee, die wir da nur aus der Spieleindustrie für uns geklaut haben, ist, wir haben für diesen Transformationsframework einen kompletten agilen Sprint-Hintergrund gewählt. Wir haben praktisch gesagt, stellt euch vor, Gesundheit, es gibt ein Ideal und dieses Ideal ist eben die Seesternwelt. Die Seesternwelt ist die, wo alle Kompetenzen in allen Teams verteilt sind und keine mehr zentral aufgehoben sind. Warum? Wenn man einen Seestern einen Arm abschneidet, dann bildet dieser Seestern einen neuen, weil die DNA in dem gesamten Organismus verteilt ist. Und wenn man mit diesem radikalen, konsequenten 100% Unternehmertum, 0% Bürokratie-Erwachsenenansatz rangehen, dann kommen wir dem am nähesten, wie wir können. Wenn wir nur reingehen mit, naja, wir wollen unsere Unternehmensarchitektur maximieren, dann kommen wir eben auch nur mit dem gegenwärtigen Maximum raus. Also das Überdrehen hat durchaus diesen Effekt des, was geben da noch an, das wir gar nicht gedacht haben. Und dann mit dem Sprint-Framework praktisch vorzugehen und zu sagen, wenn wir aus diesem Hamsterrad rauskommen wollen, nämlich jedes Quartal nochmal 20% draufpacken, nochmal mit 10% weniger Leuten nochmal 20% mehr draufpacken, sondern die Teams wirklich ihre Ziele selbst erarbeiten lassen und die Architektur, wie kommen wir denn dahin, über Management-Mini-Hacks. Ja, und da haben wir auch viel Gehirnschmalz reingesteckt, zu sagen, wie das aussehen soll. Aber hier möchte ich euch nochmal die Weisheit mitgeben von einem super genialen Typ, den keine Sau kennt. Das ist der Personalchef, der ehemalige von Semco, der Clovis Bojikin. Und ich hatte mit denen super Gespräche über Skype. Und er hat praktisch mehr oder weniger diese Weisheit mir mitgegeben, die ihr sicher auch kennt, von Monty Python. Herangehensweisen und da haben die ein ganzes Leadership Development Framework drum gestrickt, was wir uns ausgeliehen haben und ein bisschen an die neue Welt angepasst haben. Es gibt ein Management Weiterentwicklungsprogramm bei Semco, das heißt, du gibst keine Antworten mehr. Und er nennt es das Socrates Management Modell. Sprich, Manager sind nur noch dafür da, ihren Teams clevere Fragen zu stellen. Sie lösen keine Herausforderungen mehr, sie geben keine Ansagen. Das heißt, für alles, was passiert, wenn das Team sagt, es brennt total beim Kunden X, was tue ich? Und er sagt, ich weiß nicht, was würdest du tun? Es ist natürlich ein enorm, enorm ambitionierter Ansatz, weil man sagt, meine Teams müssen sich entwickeln. Und das ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß ausgedrückt, der sollte schon ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen machen und sagen, also was ich denke, was getan werden müsste, ist Folgendes, aber was denkst du denn davon? Ja? Also ist nicht ganz so plakativ, aber das Wichtige ist, das Element, die Kompetenz der Fragestellung und der Eigeninitiative, der Selbstwirksamkeit in die Teams reinzubekommen, damit die Individualität von allen Zellen eben so hoch wie möglich ist. Und das ist extrem schwer. Also wir haben uns dann eben das Template genommen, das jetzt der Gary Hamel auch auf seiner Mix-Plattform hat, mit den Mini-Hacks, dass man einfach ganz pragmatisch mit den Teams reingeht und in verschiedenen Dimensionen Sachen sie erarbeiten lässt und sagt, hier, wenn du das Leben so gut machen könntest, wie es eben geht, was wäre denn jetzt dein Apfelsaft? Was wäre dein Tomatensaft? Fasst es mal so zusammen in 50 Wörtern, dass man es in der Organisation rumreichen könnte. Sag, welches Problem du damit löst. Sag, was deine Lösung ist. Was ist der praktische Impact davon? Was sind deine ersten Challenges, die auf dich zukommen oder die du sehen kannst? Und was sind deine ersten Schritte, die du in 30 Tagen oder weniger implementieren kannst, damit in 90 Tagen was bei rumkommt? Und das sollten so viele wie möglich in der Organisation anfangen und rumreichen und miteinander teilen, damit dann eben langsam die Kompetenz vom Apfelsaft zum Tomatensaft entwickelt wird.
Problem dabei ist, jetzt sind wir wieder bei der Swiss Re, die dieses Thema ausgerollt hat, im Sinne on the way you work, also sei Unternehmer und nimm dir die Arbeit so, als wäre es deine eigene. Und haben gesagt, die Building Blocks von diesem Unternehmertum im Unternehmen sind one size doesn't fit all, work smarter, not longer, focus on the team rather than the individual und Vertrauen, Respekt und offenen Dialog fördern. Jetzt aber die Frage, in einem Konzernumfeld, wo das versucht wird, praktisch nach Schema X auszurollen und sagen, wir bilden ab heute Unternehmer aus und zwar so, wie wir es früher gemacht haben. Paradox, ja. Also es ist ein bisschen, genau, ja. Es ist eine Herausforderung. Selbst wenn der Wille da ist, ist die Frage, wie befähigen wir die Kompetenz? Kann man das immer noch im alten Framework tun? Ein zweites Beispiel, die PubliSwiss hat es dann anders gemacht und hat gesagt, wir machen es über Fragen. Ja, also die Fragen, die die HR stellt und sagt, was wir wollen in der Firma ist einfach machen, beziehungsweise einfach mal machen. Mehr Prototyping, weniger konzeptionell denken. Und die Fragen, die wir unsere Mitarbeiter stellen, nicht Gallup, nicht Net Promoter Score, keine 100.000 Great Place to Work Fragen, sondern drei ganz simple Dinge. Liebe ich meine Aufgabe als Mitunternehmer? Habe ich alles, was ich brauche, um mein Bestes zu geben? Und erhalte ich Wertschätzung für meinen Beitrag? Ja, also die Frage, schon mal Liebe, ist schon mal krass, ja, im unternehmerischen Umfeld zu sagen, liebst du, was du tust? Was zum Teufel bedeutet Mitunternehmer? Auch für mich, ja, das heißt ja, ich bin A in die Pflicht genommen, aber ich will auch mit profitieren, weil das tun nun mal Unternehmer. Habe ich eigentlich alles, was ich hier brauche und kriege dafür was zurück? Kann Entwicklung sein, kann Geld sein, kann Bonus sein, was auch immer. Also wir sind hier bei Können, Wollen und Dürfen. Ne? Jetzt sind wir wieder bei Zurück in die Vergangenheit. Die Frage ist, für die wichtigen Dinge, die wir tun in Organisationen, bleibt ja das Gleiche. Sag nur. Schon okay. Ja, also eine der wichtigsten Sachen, die wir versucht haben, mit der Brechstange in unsere Teams reinzubekommen, ist, dass die Manager rumlaufen, dass sie sich einfach mal mit der Organisation auseinandersetzen und sagen, guck doch mal, was momentan der Flurfunk sagt, guck, was die Stimmung deiner Leute in den Teams ist, weil du nimmst so viel für deine Aufgabe als Manager mit. Ja, und auch das ist nichts Neues. First time I met Dave Packard was in 1952. I hadn't been with the company very long. He showed up in the lab at about 6 o'clock or so, and I was still taking measurements. And we were having trouble with a particular device, an attenuator, and I became aware of this big man sitting next to me on the stool. He got behind me and said, "Hey, Art." He says, you take the reading and I'll write it down on your notebook. I moved over and he tested some of these things. And he said, you know, you're right. They're not passing. So we worked past midnight taking data. We were working more like companions and boss. The most important thing about these guys is you never felt that they were separating themselves from the employees. We've built up this feeling of a small company in which you have personal knowledge of really everything that's going on. What we've tried to engender is this attitude that it's everybody's business to do a good job. Hopefully we'll all benefit if we do so. It was just something magic. Designing the products, laying them out, doing the software. And we're all part of the same thing and working together. And you know, as long as we're working, we take care of each other. And boy, that sure influenced my thinking. Ja, also das Interessante ist, es verändert sich nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch die Rolle des CEOs und des Managers verändert sich. Weil wenn man zusammenrückt, trifft man sich halt in der Mitte. Das heißt, auch die können nicht sagen, ja, wir machen ab morgen dieses neue Konzept, aber meine Rolle verändert sich nicht. Verändert sich auch. Und zwar vollkommen. Ja. Also was wir jetzt gesehen haben bei anderen Firmen, was einfach wichtig ist, Management by walking around. Wie sieht es dann zum Beispiel in Centers Welt aus? In einer Firma, die gar keine Offices mehr hat? In einer total virtuellen Welt. Spotify, die habe ich gerade kennengelernt in Schweden, die gesagt haben, für uns ist das Allerwichtigste, ob ein virtuelles Team oder ein echtes Team, ganz rigorose Rituale einzuführen. Ob das offenes Peer-Feedback ist oder andere Dinge, aber dass diese Deprogrammierung von neuen Leuten auch stattfindet, die sagt, ja, wir finden diesen demokratischen Ansatz sehr sexy, aber wir glauben eigentlich nicht, dass er in der Realität gelebt wird. Dass es Dinge gibt, die es jeden Dienstag um 10 Uhr gibt, die dieses System zum Ausdruck bringen und auch die letzten Zweifler mitnimmt und sagt, verdammt, es ist tatsächlich so.
Ja, aber das darf nicht punktuell sein. Es darf nicht sein, dass einmal die Ghislaine und der Marc gewählt werden, sondern es muss gesagt werden, und nächstes Jahr um diese Zeit oder in 2 Jahren treffen wir uns wieder und es wird wieder passieren. Und es wird keine Militärdiktatur mehr stattfinden, weil wir uns auf dieses System committed haben. Also Rituale einzuführen in der echten Welt und in der virtuellen Welt. Hier haben wir dann oft das Problem, dass wir eben den Esel hinter den Karren spannen oder vor den Karren oder wie man es eben sagt. Ja, wir denken, sind wir ja auch gerade als deutsche Ingenieure sehr geschult drin, die Technik wird es schon richten. Ja, beziehungsweise wenn wir jetzt Social Enterprise einführen, dann ist ja alles gut und die Generation Y kommt sowieso und dann ist sowieso alles gelöst. Oder müssen wir denn hier das Alte mit dem Neuen verbinden? Oder müssen wir ganzheitlich denken, damit der Karren wirklich aus dem Dreck kommt und in eine Richtung kommt? Also nicht nur an der Kultur arbeiten, wie vielleicht bei der Swiss Re, oder nicht nur an der Technologie arbeiten, wie in einer anderen Firma, sondern an allem ganzheitlich arbeiten. Was wollen wir denn dann haben? Was sind denn die Rituale, die für uns als Unternehmer wirklich wichtig sind? Letztlich geht es für den Top-Typ genauso wie für mich eigentlich um das, oder? Wer arbeitet mit wem, woran, warum und wie gut? Haben wir da irgendwas vergessen? Wenn darüber Transparenz für alle herrscht, was ist meine Aktivität und mit wem tue ich das? Woran arbeiten wir genau und glauben wir daran? Und was ist in Echtzeit der Stand der Dinge? Fehlt da noch irgendwas oder ist das alles? Das ist eine ehrliche Frage, das ist unsere Essenz. Also wenn euch was einfällt. Wie trefft ihr Entscheidungen? Also gerade als in diesem demokratischen System, also es gibt eine Entscheidung zu treffen, können wir dieses oder jenes tun, also es geht um viel Geld oder können wir diese Person einstellen oder nehmen wir das Ganze an? Wie viele Menschen müssen daran beteiligt sein, diese Entscheidung zu treffen, damit irgendwo alle dann sagen, okay, das passt für mich, das läuft? Alle. 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 Das heißt, Punkt. Immer alle. Bei Crytek, wir hatten das 30-Mann-Team und es ging darum, einen Database-Architect einzustellen. Wirklich wichtige Stelle, damit wir mit dem Projekt vorankamen. Wir waren zu 25 zu dem Zeitpunkt und es ging wirklich darum, okay, wir wollen diese Person einstellen und der ist dann auch 2 Tage bei uns gewesen, Jobinterview und jeder hat ihn kennengelernt. Egal ob beim Kickerspielen, beim fachlichen Interview, beim Mittagessen gehen und so weiter, um einfach eine Grundlage zu haben, diese Entscheidung zu treffen, denn nur so funktioniert es. Wenn alle eben diese Person kennen und dafür wählen, dass der reinkommt. Und vielleicht können wir nach dem Vortrag noch erzählen, was da für Dynamiken eben entstanden sind, weil wir haben es geschafft, so Leute einzustellen. Und dann stellt man sich vor, dass es mit mehr als 20 Leuten unfassbar schwierig ist, einen Konsens zu finden. Es ist super einfach. Weil wenn man jemandem die Verantwortung gibt und er sie nimmt, dann hast du gewonnen. Dann ist dieses eben das Ritual, von dem Heiko eben sprach, was eingehalten wird, was dazu führt, dass jeder die Verantwortung übernimmt. Und das Interessante ist, also es hört sich ja erstmal sehr ineffizient an, ja, weil du sagst, du musst so viel Zeit vorne abverwenden. Was aber passiert ist, dass die Entscheidungen wesentlich zielgenauer werden, desto mehr diese Muscle Memory in den Teams zunimmt, desto hinterher weniger Probleme hast mit Leuten, die nicht durch die Probezeit kommen, die sich herausstellen als anders, als sie waren, weil du diese Entscheidung durch mehr Augen getroffen hast und von mehr Leuten abgeklopft hast. Also es zahlt sich nach hinten raus, was du an Zeit und Mühen vorne investierst, anstatt hinten. Aber wie geht ihr mit kleinen Entscheidungen? Ich meine, jetzt die Mitarbeiterentscheidung ist halt eine größere Sache und sagt, okay, den habe ich jetzt vielleicht für 3 oder 4. Bei mir ist noch das Rechtfertigtes, dass 30 Leute sich zusammensetzen und sagen, wir nehmen mit oder wir nehmen diese Person nicht. Aber was haben wir, wenn wir jetzt eine 100-Euro-Entscheidung haben oder eine 1.000-Euro-Entscheidung, wo man eigentlich sagt, hey, das muss jetzt super schnell gehen, das muss jetzt irgendwie ein Druck oder keine Ahnung irgendwo hin. Da können wir jetzt nicht alle 30 Leute zusammenholen, sondern wir müssen dann vielleicht 2 oder 3 Leute kurz entscheiden, dann ist das Ding durch. Aber was machen wir dann, wenn andere 5 oder 10 Leute sagen, hey, das war einfach eine total wichtig in der Hinsicht ist ja nur, dass diese 30 sich darauf committen und zu sagen, wenn Kleinscheiß passiert, wie handeln wir das? Ja, kann ja durchaus sagen, zu sagen, wir sind nicht blöd und für jede Tempoentscheidung holen wir alle 30 in den Raum, das machen die 2. Ja, und wir vertrauen euch, dass ihr das richtig macht. Wenn es unter 100 Euro fürs Budget sind, dann in dem Feld ihr und in dem Feld müssen wir halt zusammenkommen. Ja. Wichtig ist, dass das Team, das sich für sich beschlossen hat, was der Prozess ist. Das heißt nicht, dass das Dogma ist, es zu sagen, und alles, was wir jetzt machen, vom Streichholz bis zur Investition, ob wir eine Firma kaufen, müssen immer alle vorhanden sein. Wichtig ist, dass wir uns darauf committed haben, wie wir es handeln wollen. Ja? Also, letztlich sagen wir, es kommt auf diese 3 Dinge zurück. Ja? Simple, social, real time. Also die Organisation, die aus Menschen besteht, möchte so einfach wie möglich sein in der Architektur und in den Prozessen, weil dann können wir uns darauf konzentrieren, was unsere Arbeit ist. Und wenn ich ganz einfach meinen eigenen Kindern erklären kann, warum zum Teufel mache ich das eigentlich? Warum muss ich Zeit investieren für das, was ich tue und bin auch mal weg von zu Hause? Das will ich einfach erklären können.
Und da gibt es ein super Beispiel, wo die Meg Whitman, die neue CEO von HP, interviewt wurde von National Public Radio und in 5 Worten erklären sollte, was HP einzigartig macht in der Welt. Ja? Und ich glaube, nach 15 Minuten Antwort hat der Fragesteller sie dann abgewürgt und gesagt, okay, vergiss es. Ja? Und die sagen, ja, aber unsere Firma ist halt so komplex, das kann man nicht mehr in fünf Worten ausdrücken. Da hast du fast gehört, wie die zwei Gründer im Grab rotiert sind in Palo Alto. Ja? Sie gesagt haben, Company of Inventors, ja? Fertig. Was brauche ich dazu noch sagen? Also es muss eingängig und simpel sein. Nicht simplifiziert, sondern so simpel wie möglich. Dieses Netzwerk, das echte menschliche Netzwerk dahinter, muss anerkannt und strukturiert sein und darf nicht losgelöst von der Wertschöpfungskette sein. Wenn der Prozessframework anders ist als der Wertschöpfungsframework, ist irgendwas im Argen. Und in Zukunft wollen wir die Informationen, die kommen, visuell ansprechend aufbereitet in Echtzeit. Das heißt, dass wir schnell auf Dinge reagieren können, weil nur wenn wir klein sind, 30 Leute, wenn wir nicht die richtigen Daten haben, können wir immer noch keine guten Entscheidungen treffen. Ja, also worauf wir jetzt betten, und da werdet ihr in Zukunft sehr viel mehr von uns hören, wir nennen das den Codename Talent Space. Wenn man also eine Architektur, eine Meta-Architektur, einen Talent Space über jede Organisation und die ganze Welt legen würde und sagen würde, wir verbinden alle unternehmerisch denkenden Menschen miteinander in einer vollkommenen Tomatensaftwelt und bringen sie auch dahin, vom Befähigungsframework zu sagen, innerhalb eurer Organisation helfen wir euch, euch auszutauschen mit den besten Leuten, die da draußen rumhüpfen. Warum? Wir wissen ja, diese Innovation passiert immer sektorübergreifend. Und warum schaffen wir meistens keine Innovation aus den Sektoren heraus? Weil diese Befruchtung, die zwischen den verschiedenen Industrien passiert, nicht stattfindet, weil wir die Organisationsgrenzen so starr halten. Also was würde passieren, wenn wir ein Netzwerk, ein tatsächliche Software haben als Layer, der oben drauf kommt und so agiert, dass es die Barrieren wegnimmt? Was wir halt dazu adressieren müssen ist, das Bier muss weg. Aber dazu werdet ihr in Zukunft mehr von uns hören, wie das aussieht mit dem Talent Space. Und das, im Groben, ist es. Thema Zeit. Also ich denke, dieses ganze Thema, es ist irgendwie so eine, es impliziert für mich zumindest eine gewisse Entschleunigung einer Firma. Wenn man oft zusammenkommen muss, man muss oft diskutieren, man muss oft einen Konsens finden und man muss, ein Geschäftsführer muss sich zur Wahl stellen, das braucht Zeit, der muss irgendwie ein bisschen Wahlwerbung für sich machen, muss sich also auch darauf konzentrieren, das, was er tut, nochmal aufzubereiten und es allen zu erzählen. Ist das nicht, ich meine, Entschleunigung ist ja eigentlich was Positives, aber leider nicht Wirtschaftliches. Die Frage ist, wo du investierst. Ja? Also schauen wir zum Beispiel Barcelona an. Ja? Wir sagen ja jetzt immer, Barcelona spielt tollen Fußball und dann sehen wir irgendwie, okay, der Messi schießt die ganzen Tore, dann versuchen wir den Messi für die Eintracht zu bekommen, dann ist die Eintracht so gut wie Barcelona. Ja? Die Eintracht wäre immer noch so, wie sie jetzt ist, nur mit ein paar Toren mehr. Ja? Warum? Weil bei Barcelona ein komplettes Jugendausbildungszentrum dahinter steht, durch das du 15 Jahre gehen musst, damit du so spielen kannst, um in dem Team anzukommen. Da zeigen sich dann die Resultate. Du hast zwar vorher die Entschleunigung, wenn du willst, oder die Strukturierung, dafür hast du hinten wesentlich mehr impactful results. Also die Frage ist, wo du investieren willst. Momentan sagen wir in der Wirtschaft, wir investieren an der Symptombehandlung, also beim Eisberg ganz oben, anstatt zu sagen, wir setzen unten an. Also die Entschleunigung, ja, findet statt, aber dafür hast du hinten raus eine wesentlich größere Beschleunigung und Effektivität und Effizienz. Wie geht ihr mit Spaltung? Wenn es wirklich zwei Fraktionen gibt, also ich würde ja sagen, es gibt die Leute, die sich engagieren und die bei so einem demokratischen Prozess weit mitgehen, aber es kann Situationen geben in einem Unternehmen, wo der eine sagt, wir gehen rechts hin und der andere sagt, wir gehen links hin. Und das, also wie übersteht sowas so eine demokratische Organisation? Wie überstehen wir es in der Demokratie als Erwachsene? Schlecht. Ja, aber Zwangsläufe. Mit einer Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Das Wirtschaftskrise passiert, weil zwei sich nicht einig waren? Nein, ich meine, aber das war die Frage. Also wenn zwei sich nicht einig sind, als Erwachsene würde ich von denen erwarten, dass sie eben zu einem Konsens kommen. Ja, oder eine große Koalition, ja. Also nochmal, der Punkt ist, die Demokratie ist nicht das perfekte System. Das ist einfach nur das am wenigsten Schlechte, das wir kennen.
Und wir haben ja auch gesagt, wir können uns durchaus darauf committen, als Erwachsenes, kennen wir jeder, der verheiratet ist, manchmal kommt man halt nicht an denselben Tisch und findet dieselbe Entscheidung und da muss man Wege für sich finden, um das zu lösen. Es gehört dazu, erwachsen zu sein. Es ist halt auch für den Manager ein vollkommen neuer Job zu sagen, wenn ich Mediator bin in meinem Team, wie muss ich mich dann aufstellen? Ja, ich bin nicht mehr der, der die Entscheidung treffen muss, sondern wie finden wir zu dem, was wir als unternehmerisch bestes Ziel sehen? Es ist ein anderer Weg und der kann wieder langwieriger sein. Wir hoffen nur, dass es auf die Dauer hinaus es zu einer besseren Ehe führt. Also es gibt keine Patentantwort, die ich geben kann, außer es ist eine neue Kompetenz und es ist auch da möglich. Leistungsbeurteilung wird immer noch oft eingeführt, also die klassische Leistungsbeurteilung. Hältst du das generell für Quatsch? Nochmal, wichtig ist, dass das Team für sich entscheidet, was es will. Wenn das Team sagt, wir wollen eine klassische Leistungsbeurteilung, dann ist das legitim. Dann müssen die sich da drin wiederfinden, sie müssen es ja auch leben. Ja, wir würden jetzt praktisch als Impuls reingeben und sagen, sowas wie bei Morningstar, diese Clues, Colleague Letter of Understanding. Wenn du eine Aktivität starten willst, was zum Beispiel im Talent Space passieren wird, zu sagen, ich habe eine Idee, ich will was starten. Dafür brauche ich aber die Hilfe von Person A, B und C. Dann geht mein Request, warum will ich etwas tun und was und wofür brauche ich euch, an die drei raus. Und die drei müssen dann sagen, ich finde die Idee gut, ich bin dabei. Die Leistungsbeurteilung ist dann, was willst du genau von mir und bis wann? Und dann müssen die ja aushandeln, wann wollen wir das checken? Und wann müssen wir gucken, ob wir da on track sind? Also es wird eine direkte Aushandlung, es werden wieder kurze Wege und es wird kein Zwischenschritt eingeführt. Dann ist auch die Leistungsbeurteilung sinnig, weil es ja zwischen zwei Parteien ist, die sie zwischen sich ausgehandelt haben. Also die Frage ist nicht, ob, sondern wie. Ich habe die zwei Fragenregeln schon lange wieder über Bord geschmissen. Also, ihr seid zu hungrig. Also, okay, dann darf Ryan noch eine Frage. Genau. Du betonst so oft als Erwachsenes, dass die Leute als Erwachsene es beurteilen. Ist das nicht auch irgendwie so eine Gefahr, dass die Leute dadurch auch wieder zu sehr auf ihre Sorgen gucken und auf die Ängste und soll man nicht über den sicheren Weg gehen? Ist es nicht förderlich, da auch zu sagen, die Kindlichkeit mehr zu fördern in so einem, was natürlich auch wieder die Abgedrehtheit gewisser Prozesse fördern würde? Du hängst dich so häufig an diesem Erwachsenen auf. Ja, also es ist eine Sache, die mir definitiv nicht oft unterstellt wird, dass ich mich sehr erwachsen verhalte. Also ich glaube, es ist ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt. Ja? Auch da ist es eben an einem Team zu sagen, wir tolerieren den Fischer mit seiner kindlichen Art, weil er dann doch was Kreatives reinbringt, was uns hilft. Es ist aber eine bewusste erwachsene Entscheidung. Kinder tun ja oft Dinge unbewusst und sagen, mal gucken, was passiert, wenn ich dem den Bagger an den Kopf werfe. Ja, und dann hast du den Salat. Ja, aber erwachsen ist für mich eigentlich weniger etwas bewusst und überlegt zu entscheiden, als zu sagen, ja, aber. Ich finde. Okay, also dann lassen wir mal, also da sind wir in einem anderen Thema, da haben wir dieses ganze Thema Definitionen als Denkwerkzeug. Also das Erste, was du tust, wenn du sowas anfängst, ist zu gucken, was bedeutet denn für uns Erwachsensein? Ja, was bedeutet denn für uns Demokratie? Und wenn das mal ein geteiltes Verständnis ist, kannst du eigentlich erst losmarschieren. Weil wenn du sagst, ich bin so geprägt, Erwachsen war für mich immer, will ich nicht. Ja, und andere sagen, für mich ist es mündiges Bürgertum oder andere sagen wieder, keine Ahnung was. Ja, aber sobald man da auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist, kann man starten. Das Problem momentan ist, wir haben viel zu oft Annahmen, wenn ich sage, ich weiß, was Erwachsentum ist und ich gehe davon aus, 95% aller anderen denken es auch so. Das erstmal transparent zu machen und sagen, stimmt es? Wenn ja, okay, Basis, Next Step, was jetzt? Ja. Was rätst du einem, der durch ein BWL-Studium vollkommen versaut wurde, zur Rehabilitierung? Don't do it. es ist eine schwierige Frage, aber also ein großer Teil unseres Frameworks beschäftigt sich tatsächlich damit, Dinge zu verlernen. Ja, also wie kriege ich gewisse Automatismen aus Leute raus, die ihnen ein ganzes Schulleben und ein gesamtes Universitätsleben eingetrichtert wurden. Das mag Leistungsorientierung sein im Sinne von, ich weiß, was die Spielregeln sind in Examen und ich versuche diese Spielregeln zu maximieren, anstatt zu sagen, macht das doofe Examen Sinn. Ja? Und du siehst auch, dass viele der Unternehmer, die in diese Unternehmensformen investieren, jetzt eigentlich zurückgehen und sagen, sie gehen auf die Schulen. Ich meine, habt ihr von diesem Film gehört, Alphabet, das jetzt rauskommt? Der geht ja genau darum, zu was lernen wir eigentlich unsere Kinder? Also es ist ein super schwerer Prozess, das jetzt auch den Rahmen sprengen würde, aber wir versuchen über die Rituale, über neue Rituale einzuführen, was müssen sie erlernen und wie können wir Dinge challengen, von denen wir merken, wie können wir sie verlernen? Also
ein plakatives, doofes Beispiel ist, dass wir diesen Eiscreme-Test machen, der auch in dem TED-Video war, ja, zu sagen, frag mal bei allem, was du machst, dreimal warum. Ja, und am Ende kommst du meistens dabei raus, willst du ein Eis haben, weil du eben keine Antworten mehr hast. Ja. Also das sind so diese Dinge, wo man sagt, das hat eben mal der Robert eingeführt vor 30 Jahren, aber der Robert ist nicht mehr da. Okay, warum machen wir es dann noch? Ja? Ich glaube, jetzt hier liest man, dass es auch viele Arbeitnehmer gibt, die sich gar nicht selbst verwirklichen wollen, die halt sagen, was kann ich, was darf ich, was bringt mir das? Ist mir total egal, ich will einfach meinen Job nachgehen, mein Geld nach Hause tragen und mich gar nicht großartig selbst verwirklichen oder so. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich will jetzt diese neue Arbeitsstruktur haben, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube halt, dass genau diese Umstrukturierung von Unternehmen eher von den Führungskräften momentan ausgeht. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich irgendwie eine Gruppe von 5 Mitarbeitern habe, die irgendwie Bock haben, viel mehr zu bewegen, aber eben nicht auf der Management-Ebene sind? Wie können die jetzt das Unternehmen von unten heraus verändern? Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Eine super Community, die dafür zum Beispiel da ist. Also das erste Mal ist, wenn du sagst, dass es überhaupt keine Offenheit in dem Unternehmen gibt, ist deine Chance nur, find ein anderes Unternehmen. Dafür gibt es super Communities wie Intrinsify Me von Mark Poppenborg, die sich auch darum kümmern, diese Leute zu vernetzen, die in dieser Art und Weise denken, aber das Gefühl haben, wir kommen da in unserer Organisation nicht weiter. Ich denke aber wirklich, das ist egal auf welcher Ebene, wenn man mit gewissen Use Cases reinkommt und sagt, hör mal zu, in unserem Daily Business könnten wir hier und hier besser werden, wenn wir Elemente dieses Ansatzes wählen würden und das wirklich auch ausarbeiten und im Management zu präsentieren, sagen die in den wenigsten Fällen nein. Aber es kommt halt wirklich, es darf nicht so dieses, wir wollen jetzt das machen, weil wir finden das, was wir haben, doof. Also dieser Unterschied zwischen Rebellion und Revolution. Ja, also bin ich einfach nur dagegen oder bin ich irgendwo für? Und wenn ich das Wofür auch in Business Terms ausgestalten kann, bin ich ja schon auf dem ersten Weg ins Unternehmertum, weil ich sagen kann, ich kann dir das auch belegen, warum das für uns Sinn macht, dies zu tun. Aber ich glaube, dass der Unternehmenswechsel doch wieder das Einfachere, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich dem Manager irgendwie selber meine Kompetenz irgendwie nahelege und sage, ich habe eine super Idee, wie das Unternehmen viel besser laufen kann, würde er sich ja doch irgendwie in seiner Position so ein bisschen bedroht fühlen und sagen, so hier schön Klappe halten und keine Fragen stellen. Ja, Jein. Kennst du das Wort Pro-Neuer? Schon mal gehört? Nee. Gegenteil von Paranoia. Es ist praktisch, dass du sagst, alle da draußen verschwören sich für das Gute für mich. Geh davon aus, wenn du es probieren würdest, funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du immer noch über den Wechsel nachdenken. Dann hast du wahrscheinlich auch einen Grund. Genau, dann hast du es probiert. Dann kannst du sagen, hey, ich bin zu dir gekommen, ich habe einen Vorschlag gemacht, du hast Nein gesagt und deswegen orientiere ich mich neu. Und die Frage ist, Unternehmer, also diese Dinge an einen Unternehmer zu richten und nicht an einen Manager. Nicht jeder Manager denkt unternehmerisch. Ja. Ich glaube, genau das ist das Problem. Die Leute haben halt Angst vor diesem Machtverlust. Vorher kann ich halt sagen, ich treffe hier die Entscheidungen, ich sage, wer eingestellt wird, wer das Gehalt bekommt, was wo passiert, was die Visionen sind. Und in dem Moment, wo ich aber dann sage, ich habe jetzt dieses demokratische System, darf ich ja nicht mehr Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, das ist... Doch, du darfst immer noch Entscheidungen treffen, du wirst halt anders validiert. Genau, aber ich glaube, das ist halt der Denkfehler, den halt diese Manager oder Geschäftsführer in dem Moment machen, weil sie ja eigentlich schon sich mit einbringen können, aber halt auf eine andere Art und Weise. Weniger irgendwie, ich kriege jetzt mal einen Report jede Woche und dann sage ich, das wird gemacht, das wird nicht gemacht, sondern ich kann mich auch viel besser ins Unternehmen auch einbringen. Ich fühle das Unternehmen auch dann viel besser. Und ich glaube, da muss man auch erstmal so ein bisschen ansetzen bei diesen Leuten, weil die auch echt noch in diesen alten Strukturen denken und sagen, alles von oben nach unten. Und so wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr funktionieren. Ja. Pessimistische Nachfrage. Zwischen wir nicht gerade eine Generation, die selten inkompatibel zu so einem selbstständigen, unternehmerischen Wirtschaftsleben ist? Also ich denke da an die Wäscher-Generation, an die klassische Generation angepasst, die schon quasi vom Kindergarten an erzählt bekommt, was er alles machen muss, um möglichst gut zu funktionieren in dem Räderwerk der Wirtschaft. Also da ist einiges zu dekodieren und dekonfigurieren, das kompatibel ist zu dem Modell. Absolut, und ich denke auch, dass das Wichtige oder was wir auch denken, was unser System auch von anderen, was weiß ich, wie vielleicht RO, dieses Results-Oriented Work Environment, unterscheidet, ist,
dass ich denke, dass da eine ganz soziale Komponente mit drin sein muss. Also du kannst nicht sagen, von heute auf morgen, du musst dich verändern, weil sich die Welt da draußen verändert hat, sondern Menschen brauchen eben auch Zeit für Veränderung. Und du musst aus der HR, aus einer anderen Rolle raus oder aus dem Management Befähigungsframeworks ausarbeiten, zu sagen, ich habe Leute, die haben mir Wert beigetragen, die tun sich jetzt schwer mit der neuen Welt, aber auch denen muss ich die Chance geben, in diese neue Welt zu kommen. Es muss dann trotzdem ein unternehmerisches Risiko oder eine Risikoabwägung gemacht werden, zu sagen, ich kann mir das leisten, so und so lange zu tun, bis diese Leute auch schaffen, in dieser Welt anzukommen. Aber es muss zumindest offen und ehrlich gemacht werden, zu sagen, wir haben ein Angebot für dich, das musst du aber auch nutzen. Und es muss bis da und dann irgendwie sich Resultate zeigen. Das ist halt einfach so dieser Spagat zwischen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit, den man irgendwie auflösen muss. Also ich glaube auf zwei Seiten. Auf der Wirtschaftsseite kommen wir definitiv jetzt zu so einem Tipping Point, ja, wo, ich meine, wir haben es eben über Automatismen oder die Zukunft der Welt und der demografischen Entwicklung generell gesehen, dass einfach unternehmerisch mehr mit weniger gemacht werden muss. Und das schaffst du halt nur, wenn das volle Potenzial der Leute zum Ausdruck kommt. Und das schaffst du nur, wenn sie wirklich an das glauben, was sie tun oder das Gefühl haben, mein Projekt ist auch etwas, was ich hoffentlich nicht so sehr liebe wie meine Frau, aber in das ich mich voll investiert fühle. Ja. Ich glaube, der Vorteil der Generation Y, wie jetzt immer so schön gesagt wird, mit der wird sich alles verändern. Ich glaube, die Sicht auf die Arbeit der Gen Y ist gar nicht so anders wie die der Vorigen. Aber sie denken schon mehr in Netzwerken, einfach weil die Netzwerke so Teil des Alltags sind, dass man relativ leicht in die neue Welt reinkommt und weniger deprogrammieren muss. Aber abgesehen davon ist es einfach, es ist schwer, sonst wird es ja schon jeder machen. Ne? Okay, die beiden Rennen noch, ja? Dann ja. Dürfen wir wieder an die Bar und so. Jetzt denken wir mal in die Zukunft und sagen einfach, jetzt haben ganz viele Firmen diese Demokratie angenommen und gesagt, wir machen jetzt alle zum eigenen Weg, so wie wir unsere Firmen das braucht und wie die Mitarbeiter sich überlegt haben, wie die am besten funktionieren. Da ist auch ein Jobwechsel auch dann später relativ schwierig, weil ich komme von einer Firma, wo ich mitentschieden habe, ich gebe gerne mein Gehalt frei, was sage ich dann, was ich verdiene, kann das und das, und dann kommt die neue Firma, bin aber in der demokratischen Grundhaltung, die ich mir entschlossen habe und muss die dann irgendwie adaptieren. Vielleicht gefällt es mir nicht, was die gemacht haben, weil man halt immer was halt komplett anders. Das ist ja dann eher, ich wechsle nicht in die Firma, ich wechsle dann das System, in die ich gehe. Und das kommt dann halt auch relativ schwer. Das eine ist halt für dich, wenn du es machst. Alleinstellungsmerkmal als Firma, der will ja gar nicht mehr wechseln, weil es ist schwer für ihn und er fühlt sich zu Hause. Der andere Punkt ist natürlich, ja stimmt, ich kann keine Kutschen mehr fahren, aber ich kann ein Auto fahren. Ne? Ja. Ja. Und was war die zweite? Das ist jetzt eine neue Struktur und die verlangt mir als Individuum eine ganz, ganz große persönliche Leistung ab, weil ich muss auch immer Verantwortung übernehmen nach außen. Klar kommunizieren, wissen, was ich will, im Blick haben, was die anderen wollen. Habt ihr denn eine Idee, wie man die Person fördern kann? Weil ich glaube, ganz viele sind dafür einfach nicht bereit und haben Angst davor. Also wirklich individuell zu sein und zu stehen. Ja, absolut. Also das ist ja letztendlich 80% des Frameworks beschäftigen sich damit, Teams dahin zu bekommen, diese Ängste zu überwinden und die Kompetenzen zu erlernen, das tun zu können. Ängste überwinden, meine ich damit. Ja, das ist, du siehst für dich eine Perspektive, es tun zu wollen. Und dann zu sagen, erst wenn ich es überhaupt will, lasse ich mich ja darauf ein, diese Kompetenzen zu lernen. Aber es ist nicht leicht. Ich glaube, das Wichtige, was man sagen muss als Opportunity Cost, ist, was wir jetzt haben als Kompetenz, ist Leidensfähigkeit. Ja, und sehr viel Fähigkeit zu sagen, das ist doof und das ist doof wegen dem Manager. Ja, also wir haben oft diesen Spruch, we join companies, we leave managers. Ja. Wenn du aber praktisch deine eigene Verantwortung übernimmst, ist es deine eigene Verantwortung, entweder zu gehen und zu sagen, ich gehe zur Kutsche zurück oder das Auto passt eben zu mir. Ja. Und wenn das 30 andere dann anders wollen, dann habe ich Pech. Oder schlecht gewählt. Muss man sich auch drauf einlassen. Ja, aber das ist auch wieder kollektives Vertrauen. Ja? Also in dem System denkst du weniger individuell und mehr kollektiv. Weil du musst dich ja auf die um dich herum verlassen können. Okay, jetzt muss aber die Bar aufgemacht werden. Ja, also. Dankeschön. Ja.